an der Universität der Künste hier in Berlin studieren und ich möchte Sie heute wieder mit einer neuen Bildbesprechung verwöhnen über die Kunst. Und heute sind wir wieder beim Aquarell. Hier handelt es sich um das Bild Katze mit roter Schleife. Dieses Werk ist ein Aquarell auf 300 Gramm schwerem, dicken Aquarellpapier und das Werk ist 49 cm mal 42 cm in den äußeren Abmessungen. Der weiße Rand ist die Klebefläche, wo das Blatt aufgespannt wird, um dann mit der hochwertigen Aquarellfarbe auf das Blatt zu gehen und dort zu malen. Natürlich kann man auch mit den dickeren Pinseln arbeiten. Wir sehen das hier. Und auch mit viel Wasser, auch mit der Spritztechnik, mit den Punkten sehen wir das hier. Und weiterführend arbeitet man mit ganz dünnen Pinseln. An dem Ohr zu sehen oder auch an den großen Kulleraugen. Und wenn Sie Katzen auch so sehr lieben wie ich, beantworten Sie die Frage, warum lieben Sie auch Katzen so sehr wie ich? Und schreiben das bitte in die Kommentare mit rein. Gerne erkläre ich natürlich auch den Hintergrund. Wie kam es zu dieser Katzenmalerei? Nun, es gibt einen Leipziger Schulkünstler, Herrn Weicher. Ist es Herr Weicher? Schnitt. Nico, bitte rausschneiden. Herr Weicher ist es nicht, der heißt anders. Also rausschneiden. Wie kam es zu den Katzen? Wie kommt es zu der Katzenmalerei? Einerseits hatte ich natürlich als Kind eine Katze und auch dieser Katze habe ich natürlich eine rote Schleife umgebunden und die hat natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als die Schleife abzumachen. Und selbstverständlich war es eine Perserkatze, also mit langen Haaren und wir haben sie bekommen, als sie natürlich noch ganz klein war. Und da sah der Kopf größer aus von der Perserkatze als der Körper. Auch dieses habe ich versucht darzustellen. Und das ist sozusagen nicht passiert, sondern Vorsatz. Man sieht hier wirklich ein Katzenkind. Und man sieht hier auch wirklich die großen Augen in dem Sinne, dass es träumerische Augen sind, treue Augen von der Katze. Und natürlich auch spielt sie ein bisschen mit unseren Gefühlen. Denn Katzen tun auch immer so, als wenn sie total verhungert wären, nie was zu fressen kriegen. Ähnlich die Hunde auch manchmal. Ja, nicht jeder Hund, um Gottes Willen. Aber es gibt so ein paar Katzen, die tun so, als wenn sie total verhungert sind und wirklich sich auf alles stürzen müssen. Und das Bild ist um 2000, um 20, Schnitt, Nico. Das Bild ist um 2020 entstanden, also in diesem Jahr. Und wir sehen hier auch nochmal, dass in meinem Aquarell nochmal unterschiedliche Seiten konstruiert sind. Das heißt also unterschiedliche Farbwirkungen, nicht beide Seiten gleich malen in einem Aquarell, sondern immer unterschiedlich. Auch hier gab es bis zu 12 Skizzen, nur alleine um die Katze so auf das Papier zu bringen, wie ich mir das vorgestellt habe mit der größtmöglichen Wirkung. Und das sehen wir dann hier auch an diesem Beispiel. Weiterführend möchte ich noch erörtern, dass natürlich nicht nur die hohe Qualität einmal in der Farbe zugegen ist in diesem Werk, sondern eben auch nochmal das lange Malen an einem einzigen Aquarell, weil es ist ein großes Aquarell. Und natürlich muss man auch die ganzen einzelnen Punkte und auch den Umraum von diesen ganzen Schnurrbarthaaren wirklich in schöner Form umsetzen. Und das gibt ja hier einen Farbverlauf. Wir sehen das hier nochmal auf beiden Seiten. Also sieht man, dass da noch eine erschwerte Konstruktion dahinter liegt. Und somit kann man hier auch wieder die harte Arbeit an diesem Aquarell sehen. Weiterführend zur Entstehungsgeschichte ist noch zu erwähnen, dass natürlich die Katzen auch ein Teil unseres Lebens sind
und auch vielleicht die eine oder andere Eigenschaft annehmen. Und Katzen wurden natürlich schon im alten Ägypten verehrt, hoch verehrt. Selbst der Pharao hatte seine eigenen Katzen, die niemand anfassen durfte, nur er. Und diese Katzen waren auch nur für ihn. Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass wir geschichtlich sozusagen schon oder kunsthistorisch schon mit der Katze an sich verbunden sind, weil die uns fast immer begleitet hat in der Historie. Auch in Burgen und Schlössern hatte man Katzen, weil man hatte ständig eine Mäuseplage und man wollte nicht das Korn mit den Mäusen teilen. Also hat man ganz viele Katzen ins Haus geholt und hat die dann in den Häusern, auch natürlich in den Bauernhäusern, gehalten, um eben frisches Getreide zu haben und das nicht mit den Mäusen teilen zu müssen. Und schon aus dieser Erfahrung speist sich vielleicht die ein oder andere Sympathie für die Katze. Weiterführend kann ich noch erwähnen, dass ich mich natürlich freuen würde über ein Kaufangebot ihrerseits und ich verlinke dafür auch nochmal meine E-Mail-Adresse unter dem Video. Weiterführend würde ich mich auch freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden, denn es gibt wieder neue Bilder und auch neue Kunstdetails bzw. Techniken, die ich auch vormalen werde. Also auch das ist geplant und dann können Sie sozusagen mir über die Schulter schauen und gucken, wie weit geht denn die Malstrategie oder auch das Abstrakte, was kann man alles mit Farbe machen. Weiterführend kann ich auch nochmal erwähnen, dass ich gerne Ihre Kommentare lesen würde, aus welchem Grund Sie vielleicht die Katzen mögen oder lieben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Diana 80. Ich verbleibe mit freundlichen und seriösen Grüßen. Bis dann. Tschüss.